Ahoi Pokebuddies! Unser nächstes Ziel ist der Pyroberg. Dort gibt es einen Friedhof für die Pokémon, einige Trainer und noch einige Sachen, auf die ich jetzt noch nicht eingehen will. Sonst wäre das ja ein gespoilerhaftes LP gleich zu Beginn und das geht auch nicht klar, wa? So Leute, rein mit uns! Pyroberg. Oh yeah. Bist du hier, um den verstorbenen Pokémon deinen Respekt zu zollen? Du musst immer sehr fürsorglich zu deinen Pokémon sein. Aber nicht nur zu den Pokémon, auch zu den Menschen. Hier ruht mein Sixsacks. Ich habe es wirklich sehr geliebt. Ach ja, das ist ein... naja, schmerzhaftes LP. Ich sag mal so. Sowas gibt es auch in der Realität. Auf den Pfaden des Pyroberg kreucht und fleucht alles Mögliche. Alleine schon kreucht und fleucht. Niemand kann sagen, was passieren wird. Dies ist für dich, es wird dir helfen. Zu schade, der Beutel ist voll. Kein Problem. Check mal ab, was ich überhaupt hier im Beutel habe. Vielleicht kann ich ja irgendetwas wegwerfen oder sogar gleich verbänden. Zum Beispiel, ja, Carbon. Initiativewert steigt dadurch. Hariyama, du weißt Bescheid. Okay, da bin ich wieder. Schutzband, okay. Das Item checken wir sofort ab. Nein. Achso, da steht ja schon auf der linken Seite, was das für ein Item ist. Kann wilde Pokémon abhalten. Ungern. Ungern. Ja, nice. So, ich bin jetzt gespannt, was für ein Pokémon kommt. Und, yep. Choppet. Und männlich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, was machen wir jetzt? Am besten paralysieren. Genau. Roll, okay. Oh, schade, aber ich hatte sowieso nicht mehr vor, die Attacke einzusetzen. Ah, schade. Und Superschall will ich auch auf jeden Fall raushauen. Ja, das ist mir gerade so riskant, mit Donnerblitz oder Triplette zu attackieren. Ja, gut gemacht, Kiba. Komm schon, Magneton. Der dritte Versuch. Diesmal klappt das. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schön, es ist immer noch paralysiert. Krass. Beziehungsweise es kann immer noch nicht aufgrund der Paralyse angreifen. So, Superball. Ja, Hyperbälle wären auch ziemlich nice, oder? Das wäre ein bisschen einfacher beim Fangen. Aber mal schauen. Ah, komm schon. Wobei, eigentlich muss ich mich gar nicht wundern. So viele Kraftpunkte. Aber jetzt wird es wiederum weniger. Eins, zwei, drei. Yes, sehr gut. Ein weiteres Pokémon ist am Stissel. Okay, Choppet wächst, indem es sich von düsteren Gefühlen wie Rachsucht und Neid ernährt. Oh, okay. Es streift durch Städte und sucht nach Empfindungen, die als Ursache für den Verderb der Menschen gelten. Choppet. Ich denke, ich muss dich mal im positiven Sinne erziehen. Dieses Pokémon nenne ich dann wohl Mark. Yo, Mark, denk jetzt nicht, dass ich jetzt denke, du hast dieselben Eigenschaften wie Choppet, sondern ich benenne dieses Pokémon nach dir, weil das ein männliches Pokémon ist. So nebenbei gesagt. Okay, alles klar, hier können wir nicht speeden. Ah, komm schon, da greift das nächste wilde Pokémon an. Ich glaube tatsächlich, dass ich hier doch einen Top-Schutz oder vielleicht das Item Schutzband aktivieren sollte. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Weil wenn wir jetzt innerhalb von einer Minute ständig von Pokémon angegriffen werden, ist das schon ziemlich heavy. So, ich könnte aber tatsächlich Schutzband... Magneton geben. Ja, sollen bitte erstmal ausgetauscht werden. Krass, ich habe nur einige Schritte gemacht. Also dieses Item muss ich doch einem Pokémon geben, ne? Aber ich setze erstmal den Superschutz, dann den Topschutz ein und danach checke ich das nochmal aus. Beziehungsweise ab. Will jetzt nicht wirklich jedes Mal, wenn ich einige Schritte betätigt habe, sofort von einem wilden Pokémon angegriffen werden.
Und außerdem können wir Platz sparen im Beutel. So, von hier aus geht's auch. Oh, hier. Ja, hier können wir jetzt kein Pokémon mehr fangen. Und da wir das Item Superschutz aktiviert haben, sollte uns jetzt erstmal kein Pokémon angreifen. Ah, TM48. Ja, nice. Nehmen wir mit, Leute. Schön. Hier ist also ein weiterer Fundort für die weiteren TMs. Kann man hier was finden? Oh, was ist das denn da? Oh, yeah. Top-Trank. Ich glaube, es war nicht verkehrt, dass wir diesen Weg genommen haben, weil es gibt gerade zwei Möglichkeiten. Dies ist die erste. Top-Ether. Ja, nice. Kann man auf jeden Fall immer gut auf der Reise gebrauchen. Hyperball. Ja, nice. Wo wir schon gerade über Hyperbälle gesprochen haben, Leute. So, ich bin schon ziemlich gespannt, Leute, wie viele Parts dieses LP haben wird. Weil das ist jetzt der 39. Part. Den 38. Part hatte ich gestern hochgeladen gehabt. Was meint ihr? Wie viele Parts werde ich tatsächlich brauchen? Also mein Ziel ist es ja, die Top 4 zu besiegen und danach den Champ und danach war es das mit dem LP. Also wegen der Nuzlocke Challenge. Und was meint ihr, wenn ich es soweit schaffen sollte, wie viele Folgen wird dieses LP haben? Ich zeige dir, wie unheimlich gruselig Team Aqua sein kann. Ja, dann mach das mal. Meine persönliche Meinung. Lass mich mal überlegen, Leute. Da das der 39. Part ist und ich denke, dass ich halt allerspätestens nach dem 40. Part hier fertig bin auf dem Pyroberg, beziehungsweise mit dem Pyroberg. Danach muss ich ja noch zwei Arena-Orden erhalten. Und dann dort, in die Pokémon-Liga gehen. Und dort die Top 4 bekämpfen. Leute, also ich denke zwischen. Also 55 und 60 eventuell. Aber ich denke 55 könnten drin sein. Hoffentlich verschätze ich mich da nicht, beziehungsweise verrechne mich dort nicht. Dort nicht, da nicht. Ja, ich bin echt am überlegen, ob ich mal vielleicht ein anderes Pokémon einsetzen sollte. Immer nur Magneton. Aber ich mag Magneton irgendwie. Das ist das Ding. Ja, ich glaube in den nächsten Parts, beziehungsweise in den nächsten Tagen oder vielleicht heute sogar, wenn ich das irgendwie zeitlich hinkriegen sollte, werde ich Gifloor und die anderen Pokémon trainieren. Und du glaubst wirklich, du bist der Stärke Team Aquas gewachsen? Schauen wir mal gleich. Was haben wir hier? Oh yeah. Ist hier Items? Auf einmal greift jetzt ein wildes Pokémon an. Ja. So schnell kann es gehen. Ein Schuppet, aber ist kein Problem. Schuppet haben wir schon gefangen. Entkommen! Was haben wir hier? Was haben wir hier? Da können wir nicht mehr lang. Okay, dann würde ich mal sagen, hier die linke Seite checken wir auch nochmal ab. Warum nicht, Leute? Ich mag irgendwie sowas. Ah, zu schade. Der Beutel ist voll. Na, was soll's. Nein, ich wollte noch die beiden Statuen abchecken. Was ist los mit dir? Was kann ein kleines Kind schon ausrichten? Das wirst du jetzt erfahren. Du unterschätzt mich gewaltig. Ah, Pfiffchen. Probier mal einmal Triplette aus. Boah, das sieht so geil aus. Hammer! Boah, was für eine geile Animation oder eine Darstellung dieser Attacke. Dritte Generation, geniale Generation. Oh, kein Ivanha. Oh, ich glaube, gegen dieses Pokémon setze ich auch nochmal Triplette ein. Ich finde, das sieht so hammer aus. Blau, rot, gelb, orange. Nice. Bumm, ist zu stark. Viel zu stark. Wie viele von euch gibt es denn hier? Okay, da ist noch ein weiterer Trainer. Hey, ich kenne dich vom Schlotberg. Der Tag der Abrechnung ist gekommen.
Okay, alles klar, Team Aqua-Mitglied. I am very excited. Jetzt ein bisschen Donnerblitz einsetzen. Ach ja, ich wollte gerade das Pokémon rausnehmen. Ja, welches Pokémon soll ich einsetzen? Ein Tricky. Naja, ich kann ja auch die anderen Pokémon trainieren, so ist das nicht, stimmt. Aber komm, diesen Kampf ziehe ich noch hier durch mit Kiba. Ja, das geht klar. Keine Chance, Carnivanha. Da kannst du auch ein Torpedo sein. Da hast du absolut keine Chance gegen ein Magneton auf Level 44. Mit einigen Erfahrungen schon. Hark, schon wieder von einem Kind besiegt. Naja, es ist so, dass es immer noch dasselbe Kind ist, von dem du dich besiegen lassen hast. Also, wie cool. So, genau, ich wollte ja die Pokémon auswechseln. Was soll ich mit dir machen, Lombrero? Ich brauche unbedingt einen Wasserstein. Dann kann sich dieses Pokémon weiterentwickeln. Stimmt, im Einkaufszentrum kann ich doch bestimmt einen Wasserstein kaufen. Yeah, I have the idea. Nick, genau, was machen wir mit dir? Du hast jetzt auch nicht sonderlich coole Attacken am Stessel. Doch schon, aber jetzt zum Angreifen. Checken wir mal ab, war Nick? Ey, komm schon, ich will doch nur abchecken, ob sich irgendwo hier ein Item befindet. Mehr auch nicht mehr, auch nicht ein Schuppet. Okay, Schuppet. Oha. 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 Ja, schön, ich bin heil hier rausgekommen. Ups. Falsche Richtung. Ey, komm schon, jetzt greift bestimmt ein wildes Pokémon an, oder? Oder auch nicht? Ah, gut, gut. Ey, da ist ein Mann. Ey. Nicht du schon wieder. Du bist uns ja sehr schnell auf die Spur gekommen, aber es ist schon zu spät. Die rote Kugel, die sich oben auf dem Pyroberg befindet, ich, Adrian, sage, sie gehört mir. Jetzt werden meine Visionen Wirklichkeit. Los, Mannschaft, Graffitport City heißt unser Ziel. Nein. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Wie konnten sie nur an die rote Kugel gelangen? Die blaue Kugel und die rote Kugel dürfen nie getrennt sein. Sie gehören zusammen. Hm, gut, nimm die verbliebene blaue Kugel an dich. Bitte folge diesem Schurken und bring die Kugel zurück. Blaue Kugel erhalten. So, let's go, let's go, let's go. Die blaue Kugel, die dir anvertraut wurde, und die gestohlene rote Kugel. Sie dürfen niemals getrennt werden. Sonst passiert etwas Schreckliches. Am Pyroberg legen wir die Geister der Pokémon, die von uns gegangen sind, zur Ruhe. Von hier aus hat man einen Ausblick über die ganze Region von Höhen. Die körperlosen Geister der Pokémon finden hier ihre Ruhe. Es ist Fügung, dass du jetzt hier bist. Möchtest du meine Geschichte hören? Eine lange, sehr alte Geschichte der Höhenregion. Es geschah vor langer, langer Zeit. Die Welt erbebte unter der Auseinandersetzung der Pokémon des Meeres mit den Pokémon des Landes. Die Pokémon des Meeres erschufen hohe Wellen und tiefe Meeresbecken. Die Pokémon des Landes erschufen Berge und Kontinente. Das Duell wütete ohne absehbares Ende. Die Welt wurde von erbarmungslosen Stürmen und unglaublichen Infernos heimgesucht. Die blaue und die rote Kugel setzten schließlich diesem Kampf ein Ende. Licht strahlte von den beiden Kugeln und beruhigte die Kontrahenten. Die beruhigten Pokémon verbargen sich in den Tiefen des Meeres und der Erde, und eines Tages verschwanden sie. Oh, eine rührende Geschichte. Naja, was heißt rührend? Kancha, hör auf, so zu tun, als wärst du lustig. Das ist nicht lustig. Vielleicht die Selbstkritik in dem Falle ist lustig, aber... Jupp. Nein! Warum? Dingul, ein Dingul, ein Dingul. Flucht! Nein! Wie Flucht ist unmöglich? Jetzt kommt Flügelschlag, oder? Pass mal auf, Dingul. Pass mal auf. Pass bloß auf. Ne, ich sag's dir. Ich glaube, Dingul hat mich ernst genommen. Oh, komm schon, ey. Oh, sehr schön. So, Leute. Der erste Part ist hiermit erledigt. Jetzt kümmern wir uns um den zweiten Part. Ein da. Hallo.
Die Erinnerungen an meinen Liebling Eneko, ich könnte weinen. Aber schön, dass du dich noch daran an das Pokémon erinnerst. Hey, suchst du nach Pokémon? Du bist mir hinterhergeschlichen. Fiesling. Nette Begrüßung so, Kappa. Stolrak. Oi, ich brauche unbedingt eine Kampfattacke. Ja, Flucht. Zu Horiyama. Stimmt, hör doch auf. Ich sollte mir mal tatsächlich, das ist ätzend. Das ist ätzend. Oder? Nö, das ist gut. Das ist okay. Das ist absolut okay. Ich weiß nicht, was ich hab. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich hab. Oh wei, tut mir leid, entschuldige bitte. Ist okay, du hast dich entschuldigt, dann vergessen wir das, solange du die Entschuldigung auch ernst meinst. Ah, ich habe das Item gefunden. Hyperball. Hallo? Wir machen hier eine Mutprobe. Hehe, wenn ich zeige, wie cool ich bin, wird sie sich sicher in mich verlieben. Besser, ich werde dich vernichtend schlagen, dann bin ich echt cool. Ja, dann zeig mal, was du drauf hast. Eins solltest du wissen, ich werde nicht mit Absicht verlieren. Eine Herausforderung von Junges Glück, Ina und Live. Okay, ihr beiden. Tut mir sehr, sehr leid. Aber ich muss euch attackieren. Mache ich eigentlich? Okay. Auf wem? Oh, ist okay. Ach, verdammt, die Attacke kann ja beide Pokémon beeinflussen. Ha, nice. Schlaf gut, Voltenso. Schlaf very well. So, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Voltenso schläft tief und fest. Das juckt Hariyama nicht. Okay. Der Verteidigungswert von Voltenso sinkt. Schön. Gut gemacht, Hariyama. Ja, Nick erreicht Level 29. Ja. Und ja. Säure und Überwurf, das reicht. Weil ich meine, es schläft ja sowieso, also bringt es jetzt nichts irgendwie, das Pokémon zu versuchen einzuschläfern, zu paralysieren. Daher direkt Säure einsetzen, dann hat Nick auch etwas getan und ist froh vielleicht. Ja, Erfahrungen, ne? Hups. So, und was sagst du jetzt? Wir sind ineinander verliebt, daher stört uns eine Niederlage nicht. Oh. Ey, du da, willst du kämpfen? Au, der Boden hat an einigen Stellen Löcher. Ich habe das nicht gesehen und bin ins untere Stockwerk gefallen. Autsch, aua. Ah, meinst du vielleicht das hier? Soll ich da... Nein. Nein. Der Topschutz wirkt nicht mehr, oder? Oder liegt das an... G-Floor. Das liegt an G-Floor. So, dann würde ich mal sagen, wir switchen G-Floor aus mit... oder warte mal, wir können auch mit Elias... kämpfen, da es ja die Abschlagattacke drauf hat. Sehr effektiv gegen Geister-Pokémon. Hallo. Ahahaha, dies ist kein Platz für einen kleinen... Ja, das werden wir jetzt sehen. Mal schauen, wer hier gleich... wie viel Angst empfinden wird. Puh, komm ruhig mit deinem Psycho-Pokémon. Ach, Kadabra. Puh. Hariyama ist gerade sowas von motiviert. Erstmal Mogel hieben. Ja, boah, ich habe noch nicht mal angefangen. Also nimm bitte deine Ansage zurück, du. Krass, Leute. Oh, Bauchtrommel. Auf jeden Fall. Aber das kann richtig gefährlich werden wiederum. Ich muss dann dem Hariyama auf jeden Fall die Citrobeere geben. Mhm.
Genau, so mache ich das. Oh, ich habe mir in die Hose gemacht. Siehst du? Große Töne hier spucken, ne? Mein Training reicht also nicht aus. Ich muss mein Training auf die Spitze treiben. Ich darf keine Zeit verlieren. Erstmal geh mal nach Hause und wechsel deine Kleidung. Und wasch dich. Aus hygienischen Gründen. Ey, was willst du? Ich wollte nur das Item aufheben. Die unglaubliche Atmosphäre der Berge hat meine psychischen Kräfte gestärkt. Ein kleines Kind wie du willst gewinnen, träum weiter. So, jetzt wirst du sehen, was ich mit dir mache. Das war eine Ansage zu viel. Ich habe schon eben gerade eine Ansage mir anhören müssen. Und jetzt von dir lasse ich mir das nicht gefallen, Wolf. Ich kann schon nicht mehr sprechen. So geladen bin ich gerade. Ohne Mogelhieb. Gleich Abschlag. Das war's mit Trassler. Was? Das überrascht mich. Das überrascht mich tatsächlich. Wie? Bin ich wiederum heftig. Trassler auf 31 gegen ein Hariyama auf Level 40. Okay, Hariyama ist ja auch nicht vom Typ her Unlicht, aber dennoch. Vielleicht liegt es am Wesen. Aber okay, alles gut. Oh, Kelia. Das ist wiederum etwas anderes. Bauchtrommel setze ich hier auf jeden Fall nicht ein, weil erstmal mache ich jetzt nicht so viel Damage mit Abschlag. Ja, ich weiß nicht, wieso ich das jetzt miteinander verbinde, aber auf jeden Fall, Fakt ist, wenn jetzt Kelia, nachdem es noch Gedankengut eingesetzt hat, jetzt eine Psycho-Attacke einsetzt, dann wäre es das vielleicht für Hariyama, weil durch die Attacke Bauchtrommel verliert ja wiederum das Pokémon auch Kraftpunkte. So, was soll ich jetzt machen? Sollte ich am besten zu Magneton rüber switchen oder soll ich auch ganz mutig weiterhin Abschlag einsetzen? So, ich glaube, jetzt hat es zweimal Gedankengut eingesetzt. Oh, komm schon! Komm schon, das war so heftig tricky. Nice, Elias. Sehr schön. Eieiei, das war gefährlich, Leute. Das war gefährlich. Nein, also Magneton und Hariyama will ich definitiv nicht verlieren. Ich vertiefe mich in Selbstmitleid. Kancha hat Superschutz gefunden. Aber ich muss mir mal langsam Gedanken machen wegen der Top 4. Also ein Kampf-Pokémon und ein Stahl- und Elektro-Pokémon habe ich auf jeden Fall schon mal am Start. So, erstmal bekommt Hariyama einen Haupttrank. Hä? Ach so, ich habe ja nicht mal auf Top-Trank geklickt. Punkt. Alles klar. Okay, Leute, da ist ein weiterer Trainer und ich würde mal sagen, hier speichern wir ab. Und im nächsten Part machen wir von hier aus weiter und ich denke, dass wir auch im nächsten Part aus dem Pyroberg sein werden. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem LP. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.